Grandpas Leben ist sehr einsam und sehr langweilig. Also vergiss nicht, alle paar Sekunden auf deine Uhr zu gucken, damit er weiß, dass du wieder gehen willst. Hier, bedien dich bitte. Warum hängt das komische Altherrenhalsband von meinem Dad am Türknauf? Idioten! Kennt ihr das Zeichen nicht? Hängt das Halsband am Knauf, sind die Rentner nur gut drauf. Na komm, Junge! Na komm schon, na komm! Das Alpha-Tier! Ich kenne diesen Hund. Den hat Milhouse bekommen, als er eine Woche lang nicht ins Bett gemacht hat. Wir werden sterben. Die Hunde haben uns in der Hand. Pfote. Hunde haben Pfoten. Das Letzte, was du im Leben getan hast, war, mich zu korrigieren. Oh, da fühle ich mich gleich viel besser. Schluss jetzt. Dieser Unfug dauert schon viel zu lang. Du sitz. Es tut mir leid. Mom, jetzt bist du die Alpha-Hündin. Hunde sind lieb. Ich mag Hunde. Denn bei Hunden sehen wir die Dinge, die wir so gerne öfter bei Menschen sehen würden. Lebenslange Freundschaft, Treue ohne jeden Kompromiss und die Bereitschaft, alles aufzuessen, was du kochst. Viele Schwächen, keine Stärken. Vielleicht bist du für Wettkampfessen doch nicht so geeignet. Heißt das, du findest mich nicht fett? Nein, ich finde nur, vielleicht hast du nur noch nicht das richtige Essen gefunden, hä? Was hältst du denn von Eis? Ja, bei Eis kenne ich keine Schmerzgrenze. Oh mein Gott, mein Hirn friert ein! Oh mein Gott! Tritt mir gegen den Kopf, bis ich bewusstlos bin! Fester! Ich bin noch bei Bewusstsein! Du musst fester zutreten! Hier, Liebling, ich hab die Schweinekoteletts gebraten, wie du sie magst. 20-fach. Danke, Babe. Tut mir leid, dass du das College abbrechen musstest, um mich Vollzeit zu füttern. Jetzt geht mir ein Kurs. Wie viele Male muss ich jetzt sagen, dass es mir leid tut? Einmal wäre nett. Wow, du trampelst mir echt auf den Nüssen rum. Dieser Typ ist ein Irrer. Er ist nicht verrückt. Er ist der Einzige, der mich respektiert. Die Kinder und ich respektieren dich. Nein, ihr habt mich immer nur geliebt. Guck mir in die Augen und sag, dass du mich respektierst. Als Kernkraftarbeiter. Den ersten Tag aus der Reha und... Oh, wow! Wanzenfrei und frisch wie der junge Morgen. Cool, man kriegt einen Beutel voll Wanzen, die man gekillt hat. Homers Müsli, das sind deine Rosinen. Homers Kuchenmann-Kostüm, Lisas rotes Kleid, Lisas rotes Kleid, Lisas rotes Kleid. Sonntagsoutfit von Bart. Wo ist es? Mein Hochzeitskleid! Wodka? Gehört das Krusty? Ein Starkstrom-Dressurstab für Affen? Das gehört wirklich Krusty. Er muss mein Kleid haben. Nichts wie los. Warum so eilig? Ich möchte nicht, dass ein Komiker meine Kleidergröße kennt. Unverschämtheit, da ist Müsli drin. Oh, ein Nasenhaarschneider. Wenn die Sonne untergeht, ist der liebe Gott in China und passt auf die lieben Leute dort auf. Zeit für ein Schlimmerchen. Oho, Flanders, du hast es faustig hinter den Ohren. Was Marge und ich jetzt brauchen, sind ein großes Bett und ein noch größeres Bitte-nicht-stören-Schild. Tut mir leid, Homer, aber für euch frisch Unvermählte gibt es nur getrennte Zimmer. Was? Aber ich habe Bedürfnisse. Da spricht nur dein Hosenteufel. Der spricht nicht, der schreit wie ein Irrer. Gute Nacht, Marge. Träum süß, mein neuer bester Freund. Zur Feier unserer Hochzeitsnacht halten wir ein unverheiratetes Paar auf Distanz. Bestens. Oh Mord, der Schlafanzug deiner toten Großmutter. Du weißt, was das mit mir macht. Oh.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber dämlicher Flanders. Es gibt überhaupt nicht den geringsten Anlass zur Sorge. Ich bin in meinem eigenen Zimmer und werde von einem leibhaftigen Christen beaufsichtigt. Ach, ich vertraue diesem Homer Simpson nicht. Er ist eine Mischung aus einem Nichtsnutz, der nichts taugt, und einem Taugenichts, der nichts nutzt. Der war gut. Der kommt gleich ins Archiv. Nicht schlecht. Was? Kerzen? Saubere Bettwäsche? Bin ich in der Deko-Boutique eingeschlafen? Oh Gott, oh Gott! Ich habe gerade den einen Fehler im Suff begangen, den ich noch nie gemacht habe. Ausgenommen Bart. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was sage ich nur, Marge? Nicht bewegen! Da ist eine Schlange auf deinem Hintern. Das ist ein Tattoo. Warum tust du deinem Körper so etwas an? Ich dachte, du hast auch ein Tattoo. Das sind Schwangerschaftsstreifen, junge Dame. Ich habe 3 Kinder. Ich muss meine Frau anrufen. Ich dachte, ihr zwei habt euch getrennt. Ich bin ein Mann, der nie die Hoffnung aufgibt. Ich habe ein Grundstück auf dem Mond, wünsche mir zu Weihnachten immer Hosengröße 36 und ich kaufe immer noch Beanie-Babys. Hallo, Homer. Marge macht sich fertig für ein Date. Marge hat ein Date? Ja, aber ich schlag dir was vor. Ich werde versuchen, deine Ehe zu retten, wenn du errätst, wer ich bin. Patty? Falsch! Mein Date hat mich gefesselt, wenn der Eiswagen vorbeikam. Und jetzt kann ich von keinem Eis der Welt mehr satt werden. Also sollte das funktionieren. Ja, sehr gut. Mach's noch fester. Mm. Oh, das ist gut. Oh, das brennt. Kannst du dich weniger so anhören, als ob's dir Spaß macht? Entschuldige, ich stehe auf viele merkwürdige Dinge. Du bleibst jetzt hier unten und ich komme jede Stunde mit was zu essen. Und alle 6 Stunden mit was zu essen für dich. Danke, Mann. Nett von dir. Ah, oh, guck mal, ich hab Gesellschaft. Hallo. Hallo, du hast deinen Freund dabei. Das wird eine Party. Also dich nenne ich Hüpfer und dich nenne ich... Bitte krabbel nicht in meinen Mund. Gut, du darfst in meinen Mund, aber keine Eier. Und nun wieder zurück zu AFI präsentiert die 100 besten Filmschreie. Nummer 60 aus Teen Wolf 2. Ein Klassiker. Jemand guckt dieselbe Sendung auf einem anderen Fernseher. Ehrlich gesagt, glaube ich, das kommt irgendwo aus unserem Haus. Hör auf, Sachen zu sagen, die mich dazu zwingen, irgendwas zu unternehmen. Und jetzt haben wir 3 Schreie aus Scream 3. Oh, nein! Ah! Das waren 4 Schreie, dämlicher Fernsehsender. Mann, lass dich bei denen bloß nie zum Regisseur ausbilden. Disney bildet auch Randgruppen aus. Wie willst du dich dafür qualifizieren? Ich bin der Sohn von einem Trottel. Puh, viel Spaß dabei, Kaffee für Roy Disney den 3. zu holen. Wir brauchen den Air Marshal. Jetzt haben sie es geschafft. Ich brauche Verstärkung. Kommt schon, Ladies. Ich befördere euch zu Hilfs-Sheriffs. Hör zu. Ich will doch einfach nur das, was alle wollen. Bevorzugte Behandlung. Ihr könnt mir das Shampoo aus dem Handgepäck nehmen, aber nicht meine Würde. Und wieso sind die Fenster zwischen den Scheiben beschlagen? Und weckt mich nicht auf vor der Landung. Landet einfach. Ich bedauere nichts, außer das hier vielleicht. Das ist die letzte Fluggesellschaft, die uns noch akzeptiert hat. Ich schaff doch meinen Flieger noch, oder? Sonst müsst ihr mich in einem Luxushotel unterbringen. Ja, so läuft das. Fettsack geht fett ab. Auf YouTube posten mit folgenden Suchbegriffen. Fett? Dämlich, Simpsons-Klassiker. Und um sicher zu gehen, Baby reitet Kätzchen auf Pinguin. Perfekt. Ihr könnt mir das Shampoo aus dem Handgepäck nehmen, aber nicht meine Würde. Und wieso sind die Fenster zwischen den Scheiben beschlagen? Und weckt mich nicht auf vor der Landung. Landet einfach. Weißt du, ich muss sagen, du bist für mich fast sowas wie ein Bruder. Du für mich auch, weißt du was? Ich hab Angst, dass du dich wieder zurückverwandelst. Zurückverwandeln? Oh, guck in den See, sag mir, was du siehst. Eine aufgedunsene Leiche unter Wasser. Wie die aussieht, ist die sicher schon ein paar Monate da unten. Es ist interessant, wie sich ihre Lippen bewegen wie meine. Warum fragst du? Ach, einfach nur so, Bruder.
Chief, ich hoffe, das ist der Anruf, um den ich gebetet habe. Allerdings, wir haben Sven Golli gefasst mit einer besonders ausgestatteten Antihypnose-Spezialeinheit. Bringen Sie ihn sofort hierher. Ich will meinen Homie wieder. Ich vermisse ihn und die Dinge, die er getan hat. Überraschung! Was zum Teufel soll das? Wir freuen uns so über deinen Film, dass wir eine Sondervorstellung machen. Aber der Film kommt erst nächste Woche in die Kinos. Wir haben uns eine Raubkopie runtergeladen, wie du es uns gezeigt hast. Sie hat noch einen Timecode, aber sonst ist es eine saubere Kopie. Ihr habt meinen Film illegal runtergeladen? Habt ihr sie noch alle? Piraterie ist Diebstahl. Ihr klaut meiner Familie das Geld aus dem Mund. Aber der Film erzählt, wie du Filme runterlädst. Das ist eine Erfindung von Hollywood. Wir leben in der echten Welt. Und in der habe ich etwas Tolles. Eine Umsatzbeteiligung. Nicht so negativ, Mann. Oh, Homie. Also, ihr seht euch meinen Film an dem Tag im Kino an, an dem er Premiere hat. Keine ermäßigten Matineen. Und sagt euren Freunden, dass er toll war. Kauft das Zeug, das in der Werbung davor angepriesen wird. Der Homer im Film verwendet Ask Body Spray. Und das solltet ihr auch tun. Nicht fragen, einfach riechen. Homer, findest du solltest wirklich... Wozu führt es, wenn du deinen Mann nicht blind unterstützt? Ask Body Spray! Oh, das ist dieser Junge von YouTube! Du, mein Freund, bekommst jetzt Geleitschutz. Oh, ist das nicht süß? Geben wir dem Größten eine Waffe und machen die Woche frei. Ich hatte in meinem Leben nur einmal einen Job, den ich für sinnvoll hielt. Ich war 14. Ich fühlte mich gewertschätzt. Meine Arbeit bedeutete etwas. Ich frage mich, ob es den Laden noch gibt. Ich wusste, du kommst wieder. Sie warten auf dich. Dort, wo du sie stehen gelassen hast. Kein Internet, keine E-Mails, kein CC, kein BCC, nur schmutzig und sauber. Schmutzig, sauber. Schmutzig, sauber. Ein Mann kann seinem Schicksal nicht entkommen. Mein Pflaster ist mir in den Teig gefallen. Das ist Schicksal. Also, will heute jemand mit mir vielleicht im Park Müll sammeln gehen? Was ist mit dir, Maggie? Sie hat immer noch einen Hauch von Pazuzu. Wenigstens hat sie nie gekotzt. Na, großartig. Überall hin, außer ins Waschbecken. Schön, dich wieder zurück zu haben. Ach, Mann, bin ich fertig. Homie, ich habe das Gefühl, dass ich in diesen Wettkämpfen mein wahres Potenzial ausschöpfe. Das tust du, Schatz, auf eine Weise, die ich dir niemals ermöglichen oder verstehen könnte. Paula will, dass ich mit ihr trainiere. Wenn ich mitmache, dann bin ich für einen Monat weg. Einen Monat? Wir sind noch nie so lang getrennt gewesen. Ich vermisse dich, wenn wir einzeln durch eine Drehtür gehen. Ich vermisse dich, wenn ich mir einen Pulli über den Kopf ziehe. Ich vermisse dich, wenn ich beim Niesen die Augen zumache. Ich vermisse dich, wenn die Uhr eine Stunde weiterspringt. Die Zeit kriegen wir nie wieder. Homer, willst du wirklich, dass ich hier bleibe, obwohl du weißt, wie sehr ich das brauche, um mir mehr Selbstbewusstsein zu verschaffen? Ja, das will ich. Was? Was? Wo gehst du hin? Womöglich verschwindet sie und kommt nie wieder. So wie der McRib in Amerika. Mr. Lesson ist hier. Rauchen verboten. Nun, Mr. Lassen, Sie haben Ihre Karriere in der Privatschule von Shelbyville begonnen. Gewisse reiche Eltern sahen es wohl nicht so gern, dass ihre Schätzchen mit Paketband an die Wand geklebt wurden. Und dann taten Sie den Staatsdienst ein. Dort habe ich diese Narbe erhalten. Narbe? Oh, Sie sind Linkshänder. Das Kennenlerngespräch ist beendet. Viel Spaß in der vierten. Gibt's schmutzige Details zum neuen Lehrer? Ist er eher geizig mit den Fleißbildchen? Hat er eine Zwangsstörung? 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 Keine Ahnung, aber in 10 Minuten kniet er ehrfürchtig vor Sort. In diesem Szenario bin ich Sort. Wenn er die Tür aufmacht... Das ist irgendwie gruselig, aber ich muss deswegen nicht in die Hose pinkeln. Hallo.
Ich bin Mr. Lassen. Dann können Sie es gleich lassen zu unterrichten. Sieh an, wir haben hier einen Komiker. Ein 10-Minuten-Programm habe ich drauf. Tja, ich hätte 5 Minuten über deine peinliche Weste und 5 Minuten über deine schiefen Zähne drauf. Und eine ganze HBO-Sondersendung über deine fette Mama. Mom kann sich's nicht leisten, fett zu sein. Sie ist Tanzkünstlerin. Ah, oh. Und in welchem künstlerischen Etablissement tritt sie auf? Im Goldenen Barsch, aber das B ist runtergefallen. Junge, es hat nie ein B gegeben. Ich glaube, das wusste ich schon immer. Martin hat mein Thema genommen. Was soll ich jetzt tun? Halt einfach eine Rede über Dad. Das macht doch jeder. Das macht jeder mit guten Dads. Aber mit unserem ist das wie den Mount Everest zu besteigen. Entweder pflanzt du deine Fahne auf dem Gipfel oder du stirbst unterwegs einen furchtbaren Tod. Wird in jedem Fall cool. Leute, bitte. Martin hat das Gebäude verlassen. Termin beim Kieferorthopäden. Okay, Dad ist mein Held. Aber warum ist er mein Held? Oh, Marge, es ist schon wieder passiert. Lisa? Lisa Simpson? Du bist in 10 Sekunden dran. Ich darf das essen. Hier sind wir immer hergegangen. Bart, was hast du damit bezweckt? Ich wollte der perfekte Enkel sein. Für unsere Grandma? Nein, für alle außer ihr. Bitte, wir müssen Phoebe finden. Gut, dafür benötigen wir die Hilfe von erfahrenen Pikimon-Suchern. Freunde, das hier suchen wir. Oh, das ist langweilig. Wie ist Ihr Picky-Name? Dame Judy Dentalcreme. Oh. Und Ihr Punktewert? Keine Ahnung, eine Zillion? Okay, legen wir los. I wanna be the very best. This is my new career. And then take a long, long rest. And celebrate with beer. I will travel across the land, catching beasts who've done no crime. Playing games made in Japan, I love to waste my time. This is fun for everyone, even babies play the game. Maggie cannot say a word, but watch her stab and kill. Ich habe etwas gefunden. Zum Camping fahren wir. Wohin nur sagst du's mir? Ein Ort voll Sonne und viel Sand, ein Wüsten-Science-Fiction-Land. Erwarte nicht zu viel, dann wirst du nicht enttäuscht. Homer Simpson, ich liebe dich. Eine Welt voll anarchistischer freier Meinungsäußerung. Autos, die wie Cupcakes aussehen. Ich bin zu Hause. Nein, 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 blass mich nicht aus, du Schwachkopf. Hab ich keinen Bock drauf. Ich bin nicht sicher, ob dieser Campingplatz familienfreundlich ist. Camping ist sowieso sinnlos. Du fährst hunderte Meilen, um zu duschen und zu schlafen, wo es weder Badezimmer noch Betten gibt. Was ich eigentlich damit sagen will, wo ist Maggie? Wir haben Käsecracker für dich mitgenommen. Sie wissen, dass der Wind hier ziemlich stark wird. Hoffentlich haben Sie Ihr Zelt 1 Meter tief verankert. Hören Sie zu, Sie Wüstenweiser. Homer Simpson weiß, wie man ein Zelt sicher festmacht. Können Sie mir ein Zelt leihen? Au! Du wirkst gestresst. Trink einen Beruhigungstee. Wie schön, endlich ein normaler Mensch. Danke, Miss, Calypso Selbsterkenntnis. Ist dieser Tee mit irgendetwas gepanscht? Sehe ich so aus, als würde ich so etwas tun. Hey, Marsh, wir haben ein neues Zelt von einem Typen, der an einer Überdosis draufgegangen ist.
Ah, davon muss ich ein Foto machen.